Ihr wollt immer wissen, wie ich meinen Zwiebelsalat mache, den ich sehr gerne als Beilage für alle meine Grillgerichte verwende. Ja, und dafür brauchen wir eigentlich nur rote Zwiebel, die wir schön in feine Scheiben schneiden. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Petersilie, was wir ebenfalls klein und fein hacken. Zum Schluss kommt dann noch Salz und Zitronensaft hinein. Außerdem ein Gewürz namens Sumak, was gewonnen wird vom Essigbaum, gibt die gewisse Säure und dann wird mariniert mit ordentlich Olivenöl und fertig ist unser Zwiebelsalat. Und keine Angst, Freunde, ihr werdet sicherlich danach nicht aus der Fresse stinken, denn die Säure hemmt diesen Prozess.